Hansa Fan TV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. So, Kevin Müller, mal wieder ein Spiel von Beginn an. In Schwerin allerdings, aber immerhin, wie war's? Ja, ich denke, es war das erwartet schwere Spiel. Und ja, ich denke, wir haben das ordentlich gemacht. Ja, und ja, schlussendlich doch nichts anbrennen lassen. 10. Minute, ist dann so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ja, ich hoffe zumindest, das hat alle mal so ein bisschen wachgerüttelt. Und danach haben wir dann ja auch nichts mehr zugelassen. War von oben schwer zu sehen. Hast du den Ball schon an Tor vorbeigesehen oder hast du wirklich noch eingreifen müssen? Naja, also ich habe das Gefühl gehabt, ich stand relativ gut und habe dann eigentlich auch gedacht, dass er vorbeigeht. Wie ist das eigentlich im Landespokal, diese Pflichtspiele, die man hat gegen unterklassige Gegner? Wie kann man sich da motivieren? Was sagt der Trainer? Ja, der Trainer sagt natürlich, dass es für jeden eine Chance ist, sich hier zu zeigen. Und ja, mit einer guten Leistung sich auch ein bisschen zu empfehlen. Wir haben jetzt im April wieder zwei englische Wochen, wieder viele Spiele. Das heißt, irgendwo der Verschleiß ist nachher auch irgendwo da. Und ja, jeder muss ja auch seine Chance nutzen, sich auch so zu zeigen. Letzte Frage, zwei Spiele noch, dann hat man den ersten Titel gewonnen der Saison. Ist das zusätzlich Anreiz? Ja, ich glaube, das ist natürlich schon ein bisschen auch irgendwo die Pflicht, dass du den Titel im Land hier holst. Gibt es da einen Wunschgegner? Oh, ich spiele gegen jeden. Viel Glück zum Aufstieg! Erstes Pflichtspieltor von FC Hansa Rostock. Wie fühlt es sich an? Gut, auf jeden Fall. Also man merkt, dass man doch noch nicht verlernt hat. Hat ja jetzt ein bisschen gedauert, aber ich hoffe mal, jetzt folgen noch ein paar. Ne? Ich hatte unmittelbar von dem 2:0 so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt ein bisschen viel klein. Dann kam aber das Tor letztendlich. Ja, also hat man öfter das Gefühl, dass das Quäntchen Glück zum Schluss noch gefehlt hat. Der letzte Pass nicht ankam und dann hat ja gereicht. Runde weiter und ich denke, jetzt sollten wir damit zufrieden sein. Wie sollte man das Ergebnis vielleicht nicht höher gestalten können? Ja, also ich denke mal, das erwarten natürlich alle, dass es auch höher ausfällt, aber es ist auch nicht einfach. Ich meine, Fußball spielen können die auch, das hat man ja gesehen und deswegen denke ich, ist 3:0 auch in Ordnung. Zwei Spiele noch, dann könnte es bis zum ersten Titel der Saison reichen. Ist das so ein bisschen Ansporn? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, man sollte die Ziele nicht aus dem Auge verlieren und dann wird das alles schon. Alles klar, danke. Bitteschön. Herr Vollmann, zunächst mal Glückwunsch zum Weiterkommen. Nach zwei Spielen, dann gewinnt der erste Titel der Saison. Kann man das wirklich so sagen? Ist das eine Motivation für die Mannschaft oder auch für Sie? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir ja auch hier in Mecklenburg-Vorpommern da diese Sache gewinnen wollen. Das ist ja auch ein Ziel von uns, das zu machen. Und ich denke, dass das schon auch eine Motivation für uns ist. Sie haben zur Halbzeit Sebastian Pelzer ausgewechselt. Wie war es eine Vorsichtsmaßnahme? Ich war eine Vorsichtsmaßnahme, er hat sich leicht unter den Fuß geprellt und deswegen haben wir gesagt, bevor wir da in irgendeiner Form Risiko eingehen, nehmen wir ihn raus, weil wir jetzt auch nicht so in Not waren. Es war kein Problem, dass wir ihn rausnehmen konnten. Wenn man Pflichtspiele gegen unterklassige Gegner antritt, wovor hat man am meisten Angst? Dass man sich blamiert. Das ist so, das sage ich den Spielern auch immer, aber trotzdem sind die Spiele immer so, wie sie sind. Und man hat ja auch so eine gewisse Erfahrung mit diesen Spielen. Und ich habe fast noch kein anderes Spiel erlebt, wo man sich dann auch schwer tut gegen so eine Mannschaft, weil natürlich der Gegner total motiviert ist. Selber versucht man mit wenig Aufwand die Dinge zu regeln, zum Erfolg zu kommen. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Deswegen bin ich auch nicht so groß enttäuscht oder sauer auf die Spieler, sondern man muss das Spiel so nehmen, wie es ist. Das werden wir machen und werden uns jetzt wieder komplett auf Jena konzentrieren. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Letzte Frage, welchen sportlichen Wert oder welchen Einfluss hat so ein Spiel oder ein Spielverlauf und die Leistung einzelner Spieler im Hinblick auf die Aufstellung für das Spiel gegen Jena? Zum Beispiel Marcel Schied, der von Anfang an gelaufen ist. Genau, es ging heute darum, auch letztendlich Martin Scholl durchspielen zu lassen, den Kevin Panewitz, wenn wir in der Innenverteidigung jetzt Probleme, vielleicht mal Innenverteidiger spielen zu lassen, den Zäger auf der 6 spielen zu lassen, sodass man da das eine oder andere von der Spielpraxis her versuchen kann, Spieler einfach mal über 90 Minuten auflaufen zu lassen. Und das war mir heute wichtig und alle drei Spieler haben das sehr gut gemacht. Allerletzte Frage. Bitte. 10. Minute, ist Ihnen ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht? Ja, ich denke, jedem ist da das Herz in die Hose rutscht, wenn der Gegner dann auch so eine große Chance bekommt. Dann ärgert man sich da natürlich drüber und ist froh, wenn er sie nicht nutzt und wir dann nicht in Rückstand geraten, weil dann wird so ein Spiel dann plötzlich nochmal ganz, ganz spannend, auch wenn die Zeit noch groß ist. Deswegen rutscht mir da genau das Herz in die Hose, wie auch bei jedem anderen Spiel auch, wenn man den Gegner so frei aufs Tor zu mal laufen lässt. Vielen Dank. Ja, okay.